Hallo. Wart ihr schon mal in den Bergen oder sogar in den Alpen? Da werdet ihr festgestellt haben, wenn ihr auf einem Berg wart, wie toll die Aussicht ist und wie alles so klein erscheint von ganz oben. Die Autorin und Illustratorin des nächsten Buches, das ich euch vorstelle, Carole Auffran, stammt aus der Schweiz. Dort gibt es ganz, ganz viele Berge. Und in dem Buch Sveas Wanderung geht es auch um Berge und um die Landschaften, aber vor allem um Freundschaften. Sveas Wanderung. Manchmal scheint der Weg, der vor uns liegt, ganz klar. So war es bisher auch für Svea und Heiko. Das sind die beiden übrigens. Svea und Heiko. Das sind die besten Freunde. Beide konnten sich nicht vorstellen, ohne den anderen zu sein. Die Freunde waren so unzertrennlich, dass sie sogar zusammen Mittagsschlaf hielten. Sie teilten alles miteinander und halfen sich immer gegenseitig. Zum Beispiel, wenn sie zum Frühstück Beeren pflückten. Naja, als Freunde macht man ja alles zusammen. Nach dem Essen lagen sie gern im Gras und schauten sich den Himmel an. Habt ihr das auch schon mal gemacht mit euren Freunden? Einfach mal in den Himmel schauen und euch die Wolken anschauen und euch überlegen, nach was die Wolken aussehen? Das ist ein ganz tolles Spiel. Müsst ihr mal probieren. Am liebsten rannten sie stundenlang durch die windigen Wiesen. Das macht bestimmt Spaß. Doch eines Tages, als sie so wanderten, war es bei ihrem Spaziergang nicht wie sonst. Heiko, der so gern Blaubeeren aß, wechselte die Richtung, ohne dass Svea es bemerkte. Als Svea auffiel, dass Heiko nicht mehr da war, war sie erschrocken. Naja, kein Wunder. Sie stolperte über einen alten Ast und fand sich plötzlich ganz allein, mitten im Wald verloren. Oh, die arme Svea. Warum war Heiko fortgegangen? Was sollte sie jetzt tun? Fragte sie sich und schaute verzweifelt in die vielen in der Ferne verblassenden Bäume um sie herum. Das ist wirklich nicht schön, so ganz alleine, ohne den besten Freund. Sie kletterte auf die Spitze eines Baumes, um sich zu orientieren. Schlau, denn von oben sieht man ja besser. Als sie plötzlich eine Stimme hörte: Hör mir zu, Kleine. Manchmal ist es nötig, einen Schritt zurückzugehen. Hab Geduld, sagte die Kiefer und zeigte dabei auf den Gipfel des Berges. Ah ja, ganz da drüben. Beim Hinaufklettern wird nach und nach alles klar. Hier beginnt dein eigener Weg, sagte die Kiefer. Und so bestieg Svea den Berg, als der Winter herankam. Na, sie hat einen Spazierstock in der Hand. Das kann ein langer Spaziergang werden oder eher Wanderung.
Es war kalt und der erste Schnee war gefallen, als sie sich zwischen Wasserfällen durchkämpfte. Oh ja, tatsächlich. Rechts und links gibt es Wasserfälle. Ich meine, Wasserfälle sind schon schön, aber wenn es so kalt ist und ungemütlich und auch noch ganz alleine. Halte durch, selbst wenn es schwer ist, sagte ein Felsen. Mach weiter und gib nicht auf. Ja, wahrscheinlich ist es das Beste. Als sie am Ufer eines Baches wieder ihre Kräfte sammelte, sah Svea Bären, die sie an ihren lieben Freund erinnerten. Hier, schaut mal, das sind die Blaubeeren, die Heiko so gerne mag. Denke nicht an die Vergangenheit. Geh weiter, flüsterte eine Blume. Du weißt, dass du in Liebe schwimmst. Du bist nicht allein. Doch vor allem verliere nie die Hoffnung. Das ist schön. Hoffnung zu haben ist so wichtig und das gibt einem so viel Kraft. Denn deine Mühen werden sich immer lohnen. Ja, das glaube ich auch. Und dann wurde es Frühling. Svea hatte endlich den Gipfel erreicht. Sie war stolz auf sich. Ganz alleine hatte sie es geschafft, auf den Gipfel zu kommen. Genoss die Aussicht und das frische Lüftchen, das ihr Fell streichelte. Wow, Wahnsinn. Ganz alleine hat sie das geschafft. Toll. Und gerade da den Rest erfahrt ihr, wenn ihr euch das Buch besorgt. Sveas Wanderung.